Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sickbox von Broilers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sick von Broilers, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das siebte Album der Band. Wir haben hier eine ziemlich große Box in Schwarz und Orange gehalten. Hier oben lesen wir einmal das Label Skull and Palms Recordings präsentiert, Broilers Sick. Rechts oben dann nochmal das Logo des Labels. Dann haben wir hier unten die fünf Bandmitglieder, die vier Herrschaften und die Dame. FSK 12 Sticker ist hier drauf, bedeutet wir werden hier auch eine DVD vorfinden. Und dann haben wir hier oben links auch noch die Tracklist. Ja, relativ ungewöhnlich, dass man die Tracklist hier auf den Boxdeckel drauf packt. Und zum Albumtitel Sick, was bedeutet das? Also das Wort oder dieser Ausdruck kommt aus dem Lateinischen, wird auch bis heute relativ häufig verwendet. Gerade bei so Zitaten oder wenn irgendwelche Leute Aussagen getroffen haben. Und das heißt so viel wie, so steht es geschrieben. Also so ist es, so war es, so steht es geschrieben. Genau. So, auf der Seite in Orange und Schwarz ist das Ganze hier auch wieder beschriftet mit Broilers, Sick und darüber dem Label. Auf der rechten Seite zieht sich hier dieses schwarz-orangene Wandartwork weiter durch, auch hier wieder beschriftet, oben ebenso beschriftet und auf der linken Seite genauso. Auf der Unterseite haben wir hier einmal stehen, limitierte Sick Fanbox, the full package. Einerseits mal die Tracklist, 13 Stück hier mit drauf. Dann haben wir darunter die DVD Sick Home Entertainment, die Beteiligten und einen Barcode. Und oben links haben wir dann noch den Boxinhalt und der hat es echt in sich. Und zwar lesen wir hier Deluxe Digipack CD, DVD, Broilers 1996 MC, also Musikkassette, Baseball Flag, Duftbaum, Stofftasche, Gangpatch, Stickerset, Autogrammkarte, Original Backdrop Sample und Bandposter. Also unfassbarer Inhalt. Wir werden mal hier den Deckel öffnen. Das ist übrigens hier mit einem Sticker gelöst worden, bedeutet, den kann man dann auch entfernen. Das ist nicht aufgedruckt. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also, als erstes, das ist die Autogrammkarte. Dann haben wir hier, das dürfte ein Poster sein. Dann haben wir die Baseballfahne, also so eine Wimpelfahne. Eine Stofftasche. Das ist dann wohl der Duftbaum. Ein Sticker. Ein zweiter Sticker. Das Album inklusive DVD. Sowie die Musikkassette. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das Ganze ist hier festgemacht. Ich glaube, da drin ist jetzt nichts weiter zu finden. Das war wirklich so ein Trenner in der Box, der eben hier die Musik entsprechend hier in Form hält, damit das Ganze nicht so rumfliegt und ja, etwas den Platz hier drin begrenzt für den Stauraum, damit hier alles schön an Ort und Stelle bleibt. Was mir jetzt auch noch auffällt, es gibt dann hier noch einen Aufdruck. Es gibt keine Hymnen heute. Es gibt keine Hymnen heute. Okay, also das Design hier auch noch zum Vorschein gekommen. Dann packen wir die Box mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, die Fahnen und so weiter packen wir da einmal zur Seite. So, Musik kommt natürlich zuerst und der Rest alles derweil noch auf Seite. Gut, wir werden mal das Album hier aus der Folie holen. Allerdings, wir haben hier noch einen Sticker. Limitierte Deluxe Edition plus 70 Minuten Bonus DVD. Okay, also das befindet sich hier drin. Dann werden wir als erstes mal die Folie, die Verpackung hier auftrennen. So, die
dieses Teil hier an sich ist auch schon eine kleine Box. Also wir haben hier so einen kleinen Schuber, in dem zwei separate Inhalte drinstecken. Ich gehe mal davon aus, einmal die Musik und einmal die DVD. Cover ist ident, wie auch auf der Box. Auch hier der FSK 12 Sticker wieder drauf. Finde ich gut, dass man das mit einem Sticker wieder gelöst hat. Auf der Seite Broiler Sick und dann haben wir hier noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir Fotos der einzelnen Bandmitglieder und natürlich auch ein Gruppenbild. Die Tracklist, wie gesagt, 13 Stück an der Zahl. Bonus-DVD, Sick Home Entertainment, die Dokumentation und Geschichte zur Entstehung des Albums. Also so ein Making-of Road to Sick quasi. Barcode ist ja auch drauf, bedeutet man kann diese limitierte Edition, diese spezielle Deluxe Edition wahrscheinlich auch so erwerben. Also nicht nur in der Box, sondern auch so im Laden. Und wie ich sehe, habe ich mich getäuscht, denn das Ganze ist hier nur geöffnet. Klar, das Digipack. Und es ist in einem, also hier ein Digipack und nicht zwei separate Elemente. Wir schauen uns das Digipack mal innen an. Die beste aller Zeiten, die schlechteste aller Zeiten. Okay, ansonsten genau wie der Schuber designt. So, auf der linken Seite haben wir als erstes mal eine Stecktasche mit einem Booklet. Das dürfte recht dick sein. Dieses Sommermärchen ist vorbei. Schwarz, Orange und Weiß. Hier nur ein Land. Okay, dann geht's hier los schon mit den Tracks und den jeweiligen Lyrics. Wunderbar, hier alles abgedruckt. Dann haben wir Fotos der Band. Farbige Fotos, also auch schwarz-weiß Bilder. Und dann hier so ganze Collagen. Alles hier sehr schön immer in diesem Schwarz-Weiß und Orange gehalten. Also ihr seht selbst jede Menge Text, aber natürlich auch Fotos. So. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Und so endet das dann hier in komplett Schwarz. Booklet zurück. Wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus in Schwarz-Weiß und Orange. Sieht fast so aus wie so eine Dartscheibe oder eine Zielscheibe. Sieht echt gut aus. Rückseite blank-orange. Und wir haben die DVD. Auch hier auf der DVD natürlich der FSK 12 Hinweis. Broilers Sick Home Entertainment. Die kommt hier in Schwarz und Weiß. So, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. So viel zur Musik und zur DVD. Wie gesagt, das Ganze in einem Digipack und dieses Digipack kommt hier in diesem Schuber. Ich habe das mal umgedreht, dass man hier das auch lesen kann. Auf der anderen Seite. Dann haben wir noch weitere Musik und zwar haben wir hier tatsächlich eine Kassette. Broilers lesen wir hier. Dann haben wir hier zwei Personen in Schwarz und Weiß gekritzelt. Broilers auf der Seite. Und das Ganze wirkt rein von der Optik schon mal ziemlich alt. Und zwar lesen wir hier auch Probe vom 16. April 96. Aufnahme Schwesters Kasi. Also wahrscheinlich Schwesters Kassettenrekorder. So, wir haben hier eine Kassette und als erstes schauen wir mal hier in diesen Einleger. Ja, man hat hier tatsächlich einen umfangreichen Einleger auch in die Kassette reingemacht. Sehr schön. Also einmal lesen wir hier Fortuna Düsseldorf Broilers. Dann haben wir hier die Tracklist. So sieht die aus. Und hier dann nochmal im Überblick. Also 9 Lieder sind hier scheinbar mit drauf. Und so sieht das dann aus. Also die einzelnen Songs haben dann auch noch so kurze Beschreibungen oder kurze Zeilen hier drunter. Ja, also das ist schon gelungen. Und die Kassette, das ist die A-Seite in Schwarz und Orange. Was lesen wir hier? Ah ja, genau, hier sind noch die Lieder drauf auf der A-Seite. 1, 2, 3, 4, 5 Lieder sind hier auf der A-Seite. Und auf der B-Seite dann die restlichen 4. Somit kommen wir dann auf, wie gesagt, 9 Tracks. Also das ist natürlich Nostalgie pur. Die Kassette hier. Und das Ganze dann auch noch hier mit diesem mit diesen Probeaufnahmen aus dem Jahr 96. Das ist echt gewaltig lange her.
Als nächstes haben wir zwei Sticker mit dabei. Einmal diesen hier, Broilers League of Its Own, auch wieder in Schwarz-Weiß und Orange. Und dann diesen hier, Broilers Sieg, ebenfalls in Schwarz-Weiß und Orange. Zwei Sticker an der Zahl. Einen Duftanhänger, ein Duftbäumchen, Campari Orange to go. 3:1, Broilers Stay Fresh. Okay, also scheinbar dürfte dieses Teil hier, dieser Kopf mit den Knochen und dem Hut, tatsächlich nach Campari Orange riechen. Im Verhältnis 3:1, also ich gehe mal davon aus, 3 Teile Orangensaft, 1 Teil Campari. Enthält Duftöle, Duftanhänger, nur freihängende Aufhänger. Okay, also das ist so die Gebrauchsanweisung, wie man damit umzugehen hat. Alles klar. Schöne Sache, kann man sich ins Auto hängen oder so. Dann haben wir mit dabei eine Stofftasche. Natürlich auch die hier in Schwarz-Weiß und Orange. Was lesen wir hier? Broilers bitteres Manifest. So sieht das aus. Oben wieder das Logo des Labels. Die andere Seite, diese Innenseite der Tasche, ist nicht bedruckt. Und eventuell haben wir hier dann noch irgendwo einen Zettel, der uns Aufschluss gibt über Material oder Herstellung. Schauen wir mal. Ja, genau, das habe ich gesucht. So, wir haben es hier zu tun mit Textiles Vertrauen, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Pakistan. Grüße gehen raus von der, wer hat das hier hergestellt? Die Marprom GmbH in Germany. Okay, sehr gut. Dann machen wir das Ganze wieder mal richtig rum und legen es zur Seite. Also eine Stofftasche zum Einkaufen oder wo auch immer ihr irgendwelche Sachen transportieren müsst. Dann haben wir diese Baseballfahne. League of Its Own lesen wir hier wieder. Broilers, also das kennen wir ja schon von dem Sticker hier. Wo ist er? Genau hier. Auf diesem Sticker gab es das ja auch schon zu lesen. Auch vom Schriftzug her genauso gehalten. Und das Ganze auf einem schwarzen Wimpel mit noch einem orangenen Strich, mit einer orangen Linie. Auf der Rückseite nicht bedruckt. Ja, den kann man sich natürlich aufhängen. Entweder so, waagrecht oder natürlich irgendwie senkrecht. Ist mal was anderes zu diesen regulären Fahnen. So eine Wimpelfahne gibt es ja dann doch recht selten. Und dann haben wir noch zwei weitere Inhalte, und zwar das Poster und die Autogrammkarte. So sieht die Autogrammkarte aus. Hier alle 5 Bandmitglieder in Schwarz und Weiß abgebildet, und die haben dann hier tatsächlich mit orangenem Stift hier unterschrieben. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen. Also wenn ich jetzt richtig liege, Sami, Ron, Andy, Ines und Chris haben sich hier verewigt. Hier lesen wir auch wieder Broiler Sick. Das Foto ist von Robert Eichelpot. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch das Poster. So sieht das aus. Was lesen wir oben? Broilers Sieg, 3. Februar 2017. Broilers, meine Familie. Und hier haben wir sie dann abgebildet. Ja. Also, recht ungewöhnliches Format für ein Poster, sehr schmal, dafür umso höher. Und das Ganze ist einseitig bedruckt und wie gesagt im Hochformat. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Dann haben wir diese Baseballfahne hier. Die Autogrammkarte mit allen 5 Unterschriften im Querformat. Die Sticker einmal, zweimal. Den Duftbaum, diesen Duftanhänger hier im Totenkopfdesign. Die Baumwolltragetasche, diese Einkaufstasche. Die Probeaufnahmen hier aus dem Jahr 96 auf einer Kassette. Und natürlich das Album an sich inklusive DVD hier im Schuber in diesem Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box.
Sick von Broilers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Broilers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.